Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Neuheiten. Einmal habe ich hier feuchtes Toilettenpapier, da habe ich schon eine rausgenommen. Volumen- und Föhnspray einmal von Langhaar-Mädchen. Dann habe ich hier zwei so eine Badekugeln. Eine kleine Duschgel. Ein kleines Duschgel. Dann habe ich hier Shampoo und Spülung, so ein kleines. Einmal. Dann Augenpads. Zweimal Badezusätze. Die gehen aus dem Sortiment. Habe ich zweimal mitgenommen. Dann einmal diese Haarlockencreme. Haarliebe, einmal Spülung 2 in 1 und passend dazu noch das Shampoo. Fokus. So. Ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich wollte euch noch Neuheiten zeigen. Und zwar habe ich für 2,95 hier so eine Kanne mitgenommen. Keramikkrug. Einmal aus dem DM. Dann einmal diese schöne Schlafmaske aus dem Rossmann. Die fand ich schick. So sieht sie aus. Packen wir aus. Nur hier an der Seite. Dann für 5,55 ging raus dieser Airwax-Sprüher. Ich habe ja schon einen davon. Und die Sorte ging raus. Aus dem Sortiment. Deswegen habe ich einmal mitgenommen. Jetzt machen wir die Pappe gleich weg. Dann duft mit eine Kerze. Da muss ich mal gucken, ob ich die behalte. Ob ich die hier behalte oder. Also gut riechen tut sie ja. Muss mal gucken. Dann duft ein Evelyn-Pinsel mit von den neuen. Mal reingucken. Damit das gleich wegkommt, die Pappe. So sieht er aus. Sehr weich, sehr schön. Lette ist auch hier, aber die ist weiter oben. Dann einmal Rasiergel vom Balea dufte mit. Sieht so aus. Dann einmal Deo vom Balea dufte mit. Dann von Dumoul. Diese Raumerfrischer dufte einmal mit. Mach ich nachher. Von DM Bio Zimt Agaven Sirup dufte einmal mit. Also ich habe auch ein bisschen vom Action mit bei. Preise sage ich euch heute ja nicht. Dann duften Katzenleckerli Stangen mit. Da muss ich mal gucken, ob meine das essen. Von Action dürfen zum Beispiel diese Handschuhe mit. Dann durfte Isana einmal der Badezusatz. Duschgel davon. Dann von Bilou dieses Geschenkset durfte mit. Sieht so aus. Von Action diese Reinigungspaste duftet zweimal mit. Die stellen wir jetzt mal nicht oben hin, die sind ein schwerer. Für 95 glaube ich oder 1,10 Euro diese Zopfgummis. Das duftet mit. Das sind jetzt mehrere Einkäufe, weil ich hier
gesammelt habe. Einmal Trockenshampoo Isana, dann diese Badekugel, Baderose, wie auch immer. Ich zeige euch das einfach so, wie das jetzt kommt. Ich habe hier zwar Kassenbons, Duschschaum und Bodylotion in eins, duft da immer mit. Dieses Parfümdufte mit. Glitzsprüher Nachfüller dufte mit. Rossmann Kassenzettel kann weg. Wie gesagt, ich habe eigentlich Kassenzettel, aber dann diese Glitzsprüher. Ich brauchte wieder welche. Badesalz einmal. Davon. Vielleicht kommen noch mehr davon. Einmal Ohrringe Evelyn. Ohrringe kann man immer gebrauchen. Nagelsticker, so weihnachtlich. Da kommen noch welche. Hier Badesalz vom Action. Auch vom Action. Das Duschgel durfte mit hier. Hier ist nochmal für 1 Euro diese schwarze Pink and Black. Das Duschgel durfte auch mit. Dann habe ich hier ein Highlighter von Essence. Ein Duschgel, Zweckemund, durfte mit, das ist schon ganz schön voll. Auf Badesalz, das geht raus. Kommt noch welches? Noch 3. Hier. Also ich mag ja die. Deswegen. Einmal dieses Shampoo durfte mit. Dann haben wir hier von dann Bilou Kaugummi einmal. Nochmal Schaumbad flüssig. Stitch. Dann durfte das aus der neuen Essence LE mit. Haben wir hier nochmal so ein weihnachtliches von Isana. Stitch. Nochmal Stitch. Nochmal die Nagelkleber weihnachtlich. Der Highlighter steht für mich mehr. Dann hier Adidas Duschgel einmal. Nagellack haben wir hier einmal. Dann habe ich hier eine Handcreme, eine pflegende. Und der Glitzerlippen. Dann habe ich hier so ein Disney. Das mache ich jetzt mal auf. Der ist aus dem Action. Und hier ist der Stitch drin. Richtig schön sieht der aus. Dafür, dass er so klein ist. Süß. Mini-Plüsch, ja. Dann machen wir mal weiter. Einmal Geschirrspültopf. Die duften mit. Brauche ich ja immer. Geschirrspültopf. Ich versuche mal hier ein bisschen was runterzustellen. Es kommt noch ein bisschen was. Zwar nicht alles jetzt
Beauty, aber vom Action noch. So, machen wir mal weiter. Hier haben wir einen Haarturban für 245 Gramm. Das ist sehr dünn. Ich muss die Dinger nachher abmachen. Hier diese. Aber es hat Öhrchen. Das habe ich einmal mitgenommen. Pfaffenzettel. Die brauchen wir ja nicht. Die können weg. Durften die beiden mit. Basiszusätze. Einmal das. Dann einmal so Halloween Nagelsticker. Dann habe ich hier ein Waschhandschuh. Mal gucken, wie das beschrieben war. Als Waschhandschuh. Das hat auch so Öhrchen. Einmal. Dann habe ich hier so einen kleinen Schlitten zum Basteln. Fängt die Bastelzeit nämlich an. Einmal das. Ein bisschen was zum Basteln. So Sterne. Mal gucken. Den lassen wir mal noch. Dann habe ich hier sowas gesehen. Habe ich mal mitgenommen. Tannenbäume. So Mützen. Dann durfte mit richtig schön. Beim Vögeln mit Glitzer. Schwarze Kugeln zum Basteln. Sowas hier habe ich einmal. Die habe ich einmal mitgenommen. Diese Tannenbäume. Zwei so eine Ringe. Diese Tannenbäume. Luftballons, große, zum Geburtstag. So Kerzenhalter. Dann gehen wir hier unten mit hin. Sonst passt das nicht. Dann durften für ein Fenster so eine Sternlichterkette mit auf Batterie. Dann so eine Schneeflocke auf Batterie. Das Fenster. Ein Vogel für 1 Euro runtergesetzt. Nochmal Tannenbäume. Dann habe ich hier so eine Stifte, einmal die, einmal die. Eine Tuchmaske durfte mit. Hier so eine verschiedenen Bögen. Für Weihnachten. Mit ein paar mitgenommen für die ganzen Fenster. Ein paar Fenster habe ich ja hier. Dann so ein Papier hier, Acryl. Andere, also dieses dicke. Dann durften mit so eine
3 verschiedene für die Kinder. Und dann einmal hier so für Plättchen schon mal. Einmal Heißklebe und Lichterketten. 100er hast du mit, 400er und 440er dürfen mit. Und zum Schluss noch so eine Dinge. Das war mein Einkauf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi!